Hallo liebe Glimmersteinfreunde, ich bin Axel von Steinreich TV und ich baue gerade an dem Turm des Astronomen, dem Leuchtturm des Astronomen von Bluebrix, die 10.43.82, glaube ich. Können wir mal auf die Schachtel gucken. Genau, 10.43.82, 6.892 Teile hat das Ding, also ein ganz schöner Brummer. Und ich habe jetzt die ersten 4 von 8 Bauschritten Bauabschnitt natürlich gebaut und das Ganze sieht bisher so aus. Es ist bisher im Prinzip der von Felsen umgebene Keller des ganzen Gebäudes, also rundum Felsen noch und unglaublich viele Details innen drin, die man von oben praktisch gar nicht mehr sieht. Aber da ist wahnsinnig viel drin. Schaut euch das erste Video an, wo ich das Ding aufbaue. Das lohnt sich, da sieht man mal, was da alles drin steckt. Das kann ich euch hier so gar nicht zeigen. Aber was ich absolut sagen kann, es hat mich wahnsinnig begeistert, was ich da gebaut habe. Es ist so umfangreich. Wie gesagt, die ersten 4 Bauabschnitte von 8 stecken alle hier drin von 6.892 Teilen. Sind sicher 3.000, 4.000 allein hier drin. Und das Ding ist auch schon schwer, klar, es sind viele kleine Teile, aber jetzt auch nicht so winzig die meisten, es hält sich eigentlich ganz gut die Waage. Es sind wahnsinnig viele Details innen drin und bisher baut sich es hervorragend. Muss ich einfach so sagen, ich hatte einen minimalen Fehlguss und ich glaube ein Fehlteil, das dann später im nächsten Bauabschnitt wieder übrig war. Also von daher, bisher passt es alles klemmt hervorragend. Nervig ist es, die Ketten hier selber zu knüpfen. Hier sind zum Beispiel 2 große Ketten mit 21 Gliedern, die man selber zusammenstückeln muss. Aber ansonsten ist es purer Bauspaß für mich. Also ich bin wirklich, habe ich ja gerade schon gesagt, ich bin wirklich begeistert. Und das Ding sieht fantastisch aus. Es hat 32 x 32 cm, nicht Noppen, sondern Zentimeter Grundfläche ungefähr. Genau. Und jetzt kommt dann der erste modulare Teil, den ich dann oben draufsetzen kann. Dieses Ding kann also jetzt mal zur Seite und ich fange jetzt an zu bauen mit Bauabschnitt 5. Anleitung gibt es wie immer nur digital bei Bluebrix Specials als PDF. Deswegen habe ich hier nichts liegen, aber immerhin sind jetzt die Sets im Bauabschnitt sortiert und deswegen habe ich hier keine 7000 Teile auf dem Tisch liegen. Gut, also los geht's mit Bauabschnitt Numero. Da ist mir gerade eine Mücke unter die Hand geflogen, warum auch immer. Bauabschnitt Numero 5, fangen wir jetzt an, los geht's.
So, Bauabschnitt 5 ist erledigt. Ich habe hier auch wieder relativ lang gebaut, hier an diesem relativ kleinen Objekt. Also es waren durchaus wieder einige Stunden. Und also so sieht man jetzt gerade noch nicht so wahnsinnig viel, wenn man hier so von oben drauf guckt. Ja, also ich denke mal hier, das ist hier so der Eingangsbereich. Der wird hier sein. Hier kommt die Treppe von unten hoch. Das werde ich nachher dann rausfinden, wenn ich es dann aufsetze. Hier kommt sicher noch was drüber. Hier kommt ja noch im Prinzip das Gebäude dann drüber. Und dann haben wir hier diese Plattform, diesen Ausguck, der hier so ein bisschen schräg reingebaut ist, was ich sehr cool finde. Vor allem dann auch, wie hier das mit den Wedges hier gelöst ist, dass das sich hier so perfekt anschmiegt. Das ist, also ich finde das fantastisch, wie das designt ist, das ganze Ding. Und also das ist hier wieder so ein Beispiel, wie das funktioniert, hier diese Schrägen und so. Und da unten ist ein Turntable verbaut, dann wird dieses Modul hier aufgesetzt, dann ist obendrauf auf dem Modul nochmal ein Turntable, das wird dann wieder überbaut. Und so kriegen wir den Winkel hier hin. Und also, wie gesagt, ich finde es absolut fantastisch, wie das umgesetzt wurde. Traumhaft, genau. Und dann haben wir hier ein paar Fische, die hier hängen. Zum Räuchern, Grillen, Trocknen, keine Ahnung. Da unten sind so Gitter drin. Da könnte vielleicht unten drunter ein Feuer sein oder sowas. Das ist hier der Bereich. Und dann haben wir hier, ich denke, sowas wie eine kleine Kapelle hier unten drunter. Ich habe keine Ahnung. Moment, das schauen wir uns gleich genauer an, weil nämlich, tata, das kann man hier aufklappen. Das finde ich schon mal sehr cool. Genau, und dann haben wir hier so zwei Sitze und einen Kronleuchter praktisch. Und aber hier unten ist offen. Ich denke mal, das ist da, wo diese Klappe nach unten runter geht. In den Keller. Und das finde ich cool, dass das hier so versteckt ist. Das werden wir uns dann angucken, wenn ich es dann zusammengebaut habe. Und so sieht es aus, wenn es zu ist. Also auch ziemlich cool. Genau, das sieht schon so ein bisschen so kirchenmäßig aus, zumindest vom Aufbau her. Und dann dengelt hier so eine Kette rum. Genau, und dann sind wir hier wieder bei dem Eingangsbereich und bei den Fischen hier drüben. Das ist das Ding, was ich bisher gebaut habe. Genau. Man kann sie nicht hier nichts abnehmen oder sowas, aber man kann ja zumindest da das Ding aufklappen hier. Genau, und in die anderen Bereiche kann man ja von oben reingucken oder von der Seite. Da ist ja vor allem viel überbaut einfach. Genau. Weil die Frage unter dem ersten Video aufgekommen ist, ich habe keine Aufnoppungshilfe für die einzelnen Noppen von Blue Bricks bisher im Set gefunden. Ich verwende dafür den Kobi Hilfsding, so zum diese einzelnen Noppen aufnehmen und in die Noppenaufnahmen reinstecken. Also das ist ganz hilfreich, wenn ihr sowas dabei habt, weil bisher war das hier im Set nicht dabei. Vielleicht kommt es in der letzten Tüte oder so. Das kann ich mir bei Blue Bricks auch vorstellen. Naja, ich habe einen ersten Aufkleber aufgebracht. Wo sieht man den? Ich glaube hier bei... Ob man den sieht? Ich glaube hier hinter den... Genau, hier hinter den Stühlen seht ihr da hinten das Schild. Da habe ich einen Aufkleber hin. Ist auch ein Kreuz. Also scheint mir schon irgendwie was Kirchliches zu sein hier. Genau, den ersten Aufkleber habe ich aufgebracht. Das ist der Nummerierung nach Aufkleber Nummer 2. Also vielleicht habe ich schon mal irgendwo einen Aufkleber übersehen in der Anleitung. Aber ich gehe jetzt nicht wieder über 1000 Bauschritte. Jetzt lass mich gerade mal gucken, welche Bauschritt wir jetzt haben. 1151 Bauschritte sind jetzt bisher in das ganze Modell geflossen. Ich gehe jetzt nicht das ganze Modell nochmal durch und gucke, ob irgendwo ein Sticker-Hinweis für Sticker Nummer 1 ist. Das mache ich jetzt nicht. Ja, ein bisschen nervig, weil die,
hier steht ja nicht drauf, welche Nummer der jeweilige Sticker hat. Das heißt, man muss, das steht am Anfang der allerersten Anleitung steht es dran. Und dann muss man dann theoretisch immer zurückblättern und gucken, welche Aufkleber da jetzt hingehört. Da überlege ich gerade, ob ich das nicht einfach ausdrucken soll, die Seite, weil da in dem PDF immer hin und her zu blättern, ist ja auch scheiße. Gut, aber das ist jetzt das. Weiterhin keine Beschwerden, außer die Farbabweichung, die sieht man auch hier jetzt wieder. Hier, die ist dunkler wie die drumherum. Die ist wieder dunkler, ist wieder heller. Gibt's immer und immer und immer wieder hier bei den Steinen. Also die Farbtreuheit ist schlecht. Ansonsten, ich habe echt gar keine Probleme. Das Zeug lässt sich super verarbeiten, super klemmen. Also eine ganz andere Erfahrung, wie ich es teilweise früher mit Blue Bricks hatte. Hier null Beschwerden, absolut null Beschwerden. Ist wirklich super. Okay, Bauabschnitt 6 ist fertig und damit auch dieses Stockwerk, beziehungsweise es sind ja zwei Stockwerke, so wie man das hier sieht. Den unteren Teil habe ich euch ja schon gezeigt. Jetzt geht es vor allem hier um den oberen Teil. Den drehe ich jetzt einfach mal hier so langsam mal rum. Hier ist, wie man, könnt ihr euch noch erinnern, hier ist die aufklappbare Felswand. Das geht also auch weiterhin problemlos. Hier haben wir nochmal ein Vögelchen. Hier hatte ich ein Fehlteil, das muss ich gleich anmerken. Hier diese braune Dreierstange. Die hat mir gefehlt. Oder zumindest, ich wüsste nicht, wo ich sie sonst verbaut haben sollte, aber da brauche ich eine braune Dreierstange. Es war eine schwarze Viererstange dabei, die ich nicht gebraucht habe, aber die braune Dreier, die hat mir gefehlt. Vielleicht habe ich irgendwo aus statt der schwarzen Viererstange die braune Dreierstange verwendet. Das kann natürlich sein. Ich kann mich allerdings nicht dran erinnern. Und jetzt habe ich irgendwas abgerissen. Ja, hier. Das ist aber auch kein Problem. Ist gleich wieder dran. Ja, wo waren wir? Hier einmal rundherum. Genau, jetzt haben wir hier also diese schöne dunkelrote Verkleidung. Und jetzt gucken wir mal kurz rein, was wir hier so haben. Hier haben wir einen Ofen mit Heizungsrohr nach oben weg. Dann haben wir hier eine Schlafecke mit Kommode und solchen Sachen. Hier liegt eine Flasche, da unten liegt nochmal eine Flasche unterm Bett. Eine Kette für was auch immer, ein Bild, das schräg an der Wand hängt, das ist natürlich ein Aufkleber. Aufkleber muss ich gleich noch was sagen. Dann da hinten, das ist eine Uhr mit Aufkleber, ein Brief, eine Schreibfeder, ein Regal mit Büchern drin. Was das für komische Tuben sind, die da so zur Seite wegstehen, keine Ahnung, da muss ich auch gleich noch was zu sagen. Und zwar hier diese orangenen Deckel, also die Fliesen natürlich, die Rundfliesen. Von denen habe ich hier in dem Bauabschnitt zwei gebraucht, es war aber keine einzige dabei. Auch nicht in den vorhergegangenen Bauabschnitten, da hatte ich also zwei Fehlteile, hatte ich allerdings noch im Bestand, von daher ist es nicht so schlimm für mich. Aber ist natürlich blöd. Genau.
Also, dann haben wir hier ein Paddel, ein Schild dahinter mit einem Totenkopf drauf, hier eine Lampe, Pfeilspitzen, Harpunenspitzen, keine Ahnung. Hier ist übrigens der zweite orangene Deckel, der gefehlt hat. Ein Gewehr. Ja, das ist so das, was man hier in diesem Bauabschnitt gebaut hat. Jetzt hat das ganze Ding noch Geheimnisse. Und zwar, lass mich mal schön bin ich jetzt gerade unsicher. Ha, völlig falsch. Mensch, zwei. Hier. Ta-ta-ta. Und da hinten versteckt sich, ja, ich würde sagen, das ist wie eine Schatzkarte oder sowas. Natürlich ein Aufkleber auf dem Panel drauf. Und da war ich am Anfang ein bisschen verwirrt. Und zwar erkennt man auf den Bildern nicht, auf welche Seite man auf dem Panel das Bild aufkleben muss. Ich habe es auf die Rückseite geklebt gehabt, weil da war ein großer Aufkleber drauf, auf dem Stickerbogen, der überhaupt nicht in die Innenseite von dem Panel gepasst hat. Ja, hat auch nicht mal richtig auf die Außenseite gepasst, aber auf die Innenseite erst recht nicht. Dann habe ich da erstmal dran rumgeschnippelt, habe erstmal ein bisschen kürzer gemacht, dass es auf die Außenseite passt. Und dann habe ich aber auf der Rückseite hier die Wand hingebaut. Und dann habe ich gedacht, also das kann nicht sein. Habe den wieder abgepopelt, habe den nochmal ein bisschen kleiner geschnitten, habe ihn auf die Innenseite geklebt. Und dann gucke ich mir die Stickerbogen an und habe gedacht, halt Moment, da war doch so ein extra Stickerbogen dabei. Und das ist nochmal der gleiche Sticker, bloß halt kleiner gedruckt. Also das ist der, den ich selber ausgeschnitten hatte und drauf gebappt. Und das ist jetzt hier der, wo, also das war die Originalgröße hier, das Feld. So groß war der mal und so klein habe ich ihn geschnitten und dann ging er gerade so innen rein und das wäre der richtige gewesen. Also beim Stickerbogen gucken, da gibt es einen Zusatzsticker, der da auf das Panel hinten rein gehört. Das ist auch nochmal ein Sticker. Das ist der Sticker, den ich vergessen hatte. Ich habe keine Ahnung, wo der hingehört. Wahrscheinlich unten habe ich ja sowas wie ein Orgel, Piano, sonst irgendwas. Und das sind Noten hier drauf. Also vielleicht gehört das da unten in den Keller oder sowas. Keine Ahnung. Und dann haben wir hier noch, ich muss bloß gucken, wie ich dran komme. Wie kriege ich das auf? Ich ziehe mal hier an der Noppe. Da unten haben wir noch eine Falltür runter, da wo die Fische sind. Da geht es auf jeden Fall nochmal runter. Das versteckt sich hier auch. Also hier und an gleicher Stelle hier gibt es gleich zwei Klappmechanismen. Wobei man da nicht so richtig dran kommt. Aber wenn man da unten die Fische sehen will, muss man eigentlich fast da aufmachen, weil das Ding hier ist jetzt nicht modular da drauf gepflanscht, sondern das ist wirklich festgenoppt. Und da in den Bereich, wo die Fische sind, kann man nur noch hier von der Seite so ein bisschen reingucken, von unten. Aber eigentlich auch nicht richtig. Ja, hier. Hier so ein bisschen hier kann man so halber reinlinsen, aber so richtig reinsehen kann man da nicht. Hier in dem Bereich kann man ja hier durch die offene Tür reingucken, da wo dieses kirchenartige Ding ist, wo es dann hier runter geht in den Keller. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Hier unten war ja nicht so wahnsinnig viel, auch wenn trotzdem ziemlich viele Details drin waren. Aber jetzt ist es natürlich so, dass man davon nicht mehr allzu viel sieht. Jetzt überlege ich, frage mich gerade, was da unten, warum das hier so wackelt, aber da ist eigentlich nichts. So, und jetzt setzen wir das Ganze mal auf unsere ersten vier Bauabschnitte sozusagen. Mal gehen wir mal ein bisschen hoch. Dann muss ich gucken, wie es hingehört. Ich glaube so.
Genau. Hilfe. Ha. Perfekt. So sieht der Leuchtturm des Astronomen bisher aus. Bisher ist noch kein Leuchtturm. Bisher ist es eigentlich mehr ein Piraten-Hideout, würde ich sagen. Und hat weniger mit Astronomen zu tun. Muss ich jetzt hier dazu sagen, bisher wirkt es so überhaupt nicht astronomisch, aber es ist auf jeden Fall ein saucooles Modell. Hier ist wieder die öffnbare Tür. Das funktioniert auch, wenn es da drauf ist. Eine Kleinigkeit, wenn ich jetzt irgendwas meckern wollte. Hilfe. Habe ich es auch irgendwie mal angefasst. An einer Stelle, wo es vielleicht nicht anfassen sollte. Hier, ja, es ist jetzt zufällig eins, wo nicht so fest ist, aber hier diese Blattteile, die sind immer ein bisschen lockerer, also die hat man schnell mal in der Hand. Ja, die haben nicht so eine wahnsinnig gute Klemmkraft und die hängen halt immer so ein bisschen über und dann stößt man dran und dann hat man es wieder in der Hand, dann muss man es halt wieder hinklemmen. Ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Aber das kommt hier halt immer mal wieder vor. Aber ansonsten wirklich prima von den Steinen her. Ich habe echt nicht mal, jetzt habe ich tatsächlich auch mal ein paar Lampensteine verwendet und auch die klemmen einwandfrei. Apropos Lampensteine, jetzt machen wir es gerade nochmal runter. Und haben hier auch eine illegale Bautechnik. Und zwar, bei welchem Teil war das? Moment. Das war hier bei dem. Das sind, na, kann man jetzt nicht mehr zeigen. Das sind auf jeden Fall so Lampensteine so angebracht, dass die seitliche Noppe ein bisschen zu weit vorkommt und dass hier ein bisschen unter Spannung steht, das ganze Ding. Ist im Endeffekt jetzt hier, wenn es eingebaut ist, völlig egal. Aber beim Bauen war ich etwas verwirrt, weil das dann doch ein bisschen gesperrt hat. Und das nicht so ideal war. Aber davon lasst ihr euch einfach nicht beeindrucken. Einfach weiterbauen. Einfach so, wie es in der Anleitung steht. Das funktioniert am Ende. Ist eigentlich gar kein Problem. Und deswegen... Ich war kurz so ein bisschen am Verzweifeln, ob das denn richtig ist, was ich jetzt machen soll. Aber tatsächlich funktioniert es, ist es halt nicht perfekt. Lego würde das nicht machen. So muss man sagen. Aber hey, das Ergebnis ist schon geil, oder? Also jetzt geht's weiter. Bauabschnitt 7, das nächste und damit letzte Stockwerk. Dann gibt es noch Bauabschnitt 8. Da müssen wahrscheinlich die Dächer, nehme ich an. Aber ich habe es mir noch nicht so genau angeguckt. Vorletzter Bauabschnitt ist fertig. Die Teile werden immer ein bisschen kleiner. Es ist jetzt hier nicht so wahnsinnig viel groß passiert, aber es sind trotzdem viele Teile und viel gebaut. Also wir haben jetzt hier im Prinzip den Grundstock für den großen Leuchtturmteil gebaut. Da sind zwei Technikliftarme drin, die für die Stabilität sorgen. Und hier außenrum halt verkleidet. Und dann haben wir hier noch dieses Nebenhäuschen, wo hier eine lange Schnur, ein Eimer befestigt ist. Die ist vielleicht ein bisschen arg lang. Hier kommt der Rauch aus dem Kamin. Hier hängt nochmal ein Fisch. Hier ist nochmal ein Ofen. Ja, hier dieser Angelapparat, der drehbar gelagert ist. Ein Fass, Lichter, Gläser, irgendeine Fahne. Hier ist das Teleskop für den Astronomen. Irgendwo muss er ja in die Sterne gucken. Da ist auch eine Sternekarte nebendran liegend.
Und das war's hier soweit. Warum hier so blau ist, weiß ich nicht. Ob da Wasser runtertropfen soll oder so, keine Ahnung. Das kann ich jetzt nicht irgendwie nachvollziehen, was das sein soll. Genau. Und jetzt geht's hier weiter mit den letzten 7 Tüten des Sets. Dann ist es fertig. So, das war jetzt der erste Moment in dem Bau, wo ich echt Probleme hatte, das Ganze hinzukriegen. Und zwar hier diese Dreierpins, die schwarzen, hier in den Liftarm hier reinzukriegen, hier durch. Weil hier haben wir halt doch jede Menge Bricks übereinander und dann kommt das halt einen Ticken weiter hoch wie der Liftarm, der halt an einem Stück ist. Und dann habe ich jetzt hier wirklich mit ein bisschen Hilfsmitteln, mit einer Zange und so hier mit Gewalt reindrücken müssen. Das ging jetzt, aber da haben wir ein bisschen ein tricky Part, der jetzt nicht ganz so leicht von der Hand geht wie der ganze Rest. Also der Rest baut sich spitze und hier ist es halt mal kurz problematisch, aber naja, ich habe es hingekriegt, dann werdet ihr es auch hinkriegen. Jetzt ist auch der Leuchtturmteil fertig und damit bin ich durch. Ich habe die 7000 Teile oder knapp 7000 Teile tatsächlich alle verwendet. Beziehungsweise ich habe nicht alle Teile verwendet. Da habe ich nämlich noch einen ganzen Haufen übrig, aber das werde ich euch gleich zeigen. Jetzt gehen wir erstmal nochmal an das Modell. Und zwar haben wir jetzt hier, als jetzt ist das Dach hier gebaut. Naja, es ist halt ein Dach. Jetzt nicht wahnsinnig spannend, ist halt der Abschluss hier und den Rest vom Turm. Der Turm ist halt hier weiter noch diese Verkleidung. Dann wird da oben der Abschluss gemacht mit den Pins, die man noch reinsteckt. Wäre jetzt wahrscheinlich gar nicht unbedingt notwendig gewesen, wenn man die nicht reinkriegt. Der Turm hält auch so, also ja, ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Und dann hier oben halt die Kuppel mit den Fenstern für das Licht raus. In der Mitte haben wir so ein drehbares Teil, wo dann ein paar Lichter angedeutet werden. Oben drauf haben wir noch mal eine Möwe. Hier hat es eine Leiter hoch, dass man drankommt. Und hier kann man auch drehen, dass das Licht sich hier drin bewegt. Also wir haben hier noch mal eine Funktion. Genau. Und wenn man jetzt leuchtende Steine oder irgendwas hätte, dann könnte man das vielleicht noch umbauen, dass das auch leuchtet. Aber das ist hier nicht vorgesehen. Genau. So, das ist unser oberer Teil vom Set. Der ist jetzt grundsätzlich von der Abwechslung her nicht so spannend zum Bauen gewesen wie jetzt die unteren Teile, aber das ist auch verständlich. Da gibt es jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele Details. Es ist halt auch von der Fläche her deutlich kleiner. Auch wenn auch hier mit viel Liebe zum Detail hier das Rad hier und der Eimer da innen drin, hier der Fisch und was da alles drin ist und diese Seilwinde praktisch hier, dass man den Eimer hochziehen kann und all das. Das ist alles schon ganz cool und der Schornsteinrauch und so. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass hier irgendwie bei den Details gespart wurde. Es ist halt nur einfach kleiner, da passen halt insgesamt nicht ganz so viel rein. Dann habe ich ja schon bemängelt, dass das hier ein bisschen schwer ging und dann habe ich hier bei der Steinequalität hier gibt es, wo haben wir es denn? Ja, jetzt Vorführeffekt. Das ist eben hier. Also die hier, die Fliese hier klemmt auf diesen Brick Modified mit seitlicher Noppe nur sehr bedingt. Also auf der einen Seite besser wie auf der anderen. Jetzt habe ich gerade die Blade umgedreht, die Fliese. Jetzt klemmt sie hier besser und hier schlechter. Vorher war es andersrum.
Das hat es hier an zwei Stellen, ich glaube, irgendwo nochmal. Aber naja, wenn man jetzt nicht dran rumzart und schüttelt das Ding, dann hält es auch. Das kann man hier theoretisch, war hier nicht. Ja, das kann man hier relativ gut auch abheben, wenn man das hier nochmal sehen will. Aber naja, das ist jetzt auch relativ Wurst, nicht wahr? Also, das ist jetzt hier der obere Teil. Jetzt setze ich das mal hier oben drauf. Muss gerade mal gucken, wie das hier hingehört. Und das muss einmal hier komplett haben. Mal gucken, wo man drauf patcht, dass es auch geht. Ich muss mal die Kamera ein bisschen weiter weg. Trotzdem geht nicht alles drauf. Gucken wir mal, hier muss es noch ein bisschen runter drücken. So. Hat eine leichte Spannung drin, das oberste Stockwerk. So. Uiuiuiui. So, jetzt seht ihr das volle Größe, der absolute Wahnsinn, das Ding. Und hier hängt der Eimer irgendwo runter. Also der geht bis ins Meer runter, wenn man will. Aber die Schnur ist mir persönlich zu lang, das hängt hier so rum. Ich stelle den mal hier unten auf den Steg, dann dingelt er nicht so rum. Genau. Boah, verdammt. Das ist so groß. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles unterbringen soll hier im Video. Man kann nicht überall dran fassen. Scheiße. So. Also es ist echt schwierig, das Ding hier so zu drehen. Wenn man doch nicht überall dran fassen kann, ohne dass was abgeht. Also man muss schon gucken, wo man hinlangt. Aber also, ihr seht, das Ding ist groß und es ist extrem beeindruckend und mir gefällt es ganz, ganz, ganz hervorragend. Ich würde nicht sagen, dass wir jetzt hier nochmal alles durchgehen. Ich habe euch ja eigentlich schon alles hier im Video gezeigt. Ich denke, ich komme einfach direkt zum abschließenden Fazit. Und meine Güte, ist das Set der Hammer. Das Ding ist der absolute Hammer. So ein... Also, ich kann es euch gar nicht sagen. Das ist so viele extrem geile Details, die... Leider, dann, das ist, muss ich sagen, das ist der größte Nachteil letztendlich, ist, da wird so viel geiler Scheiß verbaut, den man nachher, wenn es fertig ist, gar nicht mehr sieht, weil man es nicht mehr sehen kann, weil es versteckt ist. Und da hilft dann auch solche Gucklöcher, die helfen dann nur bedingt, weil man sieht halt nur wirklich einen Bruchteil von dem Ganzen. Von den ganzen tollen Details, die man verbaut hat, die sieht man beim Bauen, freut sich dran und man weiß, dass sie drin sind. Und das heißt, man freut sich dann trotzdem auch noch, wenn man sie nicht mehr sieht. Aber da steckt wirklich viel drin. Das hätte man, wenn man ehrlich sein soll, natürlich auch weglassen können beim Bau. Weil, ja, wieso denn auch, gell? Aber ich bin froh, dass sie drin sind. Ich bin echt total froh, dass sie drin sind, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat beim Bauen. Es ist wirklich mit das allerbeste Set, das ich je gebaut habe, muss ich sagen. Und da kommt man auch an diese Treppentechnik hin. Und es funktioniert auch. Also, auch das kann man noch bedienen, auch wenn man natürlich dann nicht mehr drankommt. Aber theoretisch, man kann das bedienen, die Technik, das ist toll. Also, ja, jetzt wollte ich noch ganz kurz auf die Sachen
ansprechen, die übrig geblieben sind. Es können bei der nächsten Auflage natürlich sich geändert haben, aber grundsätzlich schaut mal, was für riesige Mengen an Steinen hier noch übrig geblieben sind. Ich lese mal aus. Ja, und auch total wild, was das alles ist. Ja, das sind größere Plates hier drin, hier eine 4x6 und hier einige Wedges und sowas. Keine Ahnung, warum da so viel von dem Zeug übrig geblieben ist. Die hier wurden im Set gar nicht verbaut. Stattdessen kam diese hier zum Einsatz. Also die sind in der Anleitung drin und die wurden auch verbaut. Und die waren aber in den Tüten hier verteilt und die waren in der Extratüte, in einer unnummerierten. Das heißt, wahrscheinlich waren die falsch angegeben, falsch drin und sind deswegen einfach komplett ersetzt worden. Genauso diese Dinger hier. Die waren jetzt im letzten Bauabschnitt drin. Diese Inverted Slopes sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Es wurde kein einziger im ganzen Set verbaut. Keine Ahnung warum. Dann Ketten. Ja, wir haben ja ein paar Ketten geknüpft, aber ich hätte noch viel, 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 viel mehr Ketten knüpfen können. Also die Kettenrahmen hier sind alle komplett unbenutzt. Ja, das sind 7 hier von den kleineren, dann hier 2 von den Dark Bluish Gray. Von den größeren und 3 von den Dark Blue Shrey, von den kleineren Rahmen, die nicht verbaut wurden. Und ja, hier noch Reste von denen, wo verbaut wurden. Also ja, keine Ahnung, warum in jedem Bauschritt nochmal welche drin waren, obwohl schon bei den unnummerierten Tüten einfach genug dabei waren. Und dann schließlich, auch hier, was zum Teufel? 8 schwarze, 6x12 Plates, die in der Teileliste überhaupt nicht vorkommen. Also die, keine Ahnung, warum die dabei sind. In der Teileliste am Ende vom PDF sind die nicht enthalten. Also da muss es ein gewisses Chaos gegeben haben beim Packen oder beim Designprozess, dass die schon vorher bestellt waren und dann sich noch Änderungen ergeben haben, dass man andere Farben verwendet hat oder sowas. Aber auf jeden Fall, hier sind nochmal, also das finde ich euch ziemlich praktisch, wenn ich hier so schwarze 6x12er Plates übrig habe, da kann man sicher irgendwie für andere Sachen gebrauchen. Ja, Aufkleber, wie gesagt, den allerersten, den habe ich vergessen, weiß nicht genau, wo der hinkommt. Ich habe keine Lust, 1000 Seiten Anleitung oder mehr durchzugucken. Ich glaube, es sind über 1000 Seiten. Ich glaube, die erste Anleitung 300, 600, ja, dürften so um die 1000, 1200, irgendwo dazwischen drin dürfte es liegen. Und um da jetzt zu gucken, wo dieser Aufkleber herkommt, nee, das sehe ich nicht ein. Also, also ich kann es wirklich nur noch einmal betonen, das Set ist der absolute Hammer. Es hat mich durchweg absolut begeistert beim Bau vor allem. Der Bau ging super von der Hand. Das Set ist auch, die Steine sind super gewesen. Wir haben ein paar kleine Farbabweichungen bei den Blautönen und bei den Grautönen, aber jetzt auch nicht bei dem Rot. Das sieht ziemlich konsistent aus. Also das, was da wo es drauf ankommt, passt die Farbe. Das ist auch super. Also ist jetzt nichts, was mir wirklich aufgefallen wäre. Die Klemmkraft ist, wie gesagt, bis auf die eine Fliese da, die nicht so richtig dran hält, super gewesen. Ich hatte vielleicht 3-4 kleine Fehlteile, müsste ich nochmal nachzählen, müsste ich die Videos nochmal angucken, wo ich gesagt habe, hier hat was gefehlt, da gab es auch keinen Ersatz oder so. Aber auf jeden Fall die
zwei orangenen Rundfliesen. Die kleinen, die einmal eins. Völlig egal. Und selbst wenn die nicht dabei wären, die könnte man auch einfach weglassen. Dann hätte die Flasche halt keinen Deckel. Gibt Schlimmeres oder nimmt eine andere Farbe oder sonst irgendwas. Also auch da im Prinzip völlig, völlig belanglos. Es sind auch noch zwei goldene übrig gewesen, dann hätten sie halt einen goldenen Deckel. Völlig egal. Also da wäre wirklich alles da gewesen. Klemmkraft super. Die braune Stange hat mir gefehlt, genau. Am Ende finde ich sie jetzt hier noch in den Resten drin, aber nee, sieht nicht so aus. So, wo war ich stehen geblieben? Es hat gerade an der Tür geklingelt. Post war da. Leider keine Klemmbausteine, aber ein Videospiel, auch von Kickstarter was. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich wollte sagen, auf jeden Fall eine absolute dringende Kaufempfehlung. Schlag zu, wenn es das Ding wieder bei Bluebricks zum Kaufen gibt. Im Moment ist es ausverkauft, was sehr schade ist. Der Held Stein hat entsprechendes Video gemacht und dann war es natürlich gleich anschließend vergriffen, weil der hat es nämlich auch über den grünen Klee gelobt und ich kann es absolut verstehen. Das Ding ist der absolute Hammer und für den Preis ist es nahezu unschlagbar. Ist einfach genial. Das ist absolut grandios designt und ich glaube, ich werde so blind zuschlagen beim nächsten Set von diesem Designer, von Christian G. Also, was der hier abgeliefert hat, wenn er nochmal sowas anbietet, dann werde ich da höchstwahrscheinlich einfach blind zugreifen. Das, also, zumindest wenn es so ungefähr in die Richtung geht, was mir halt interessiert natürlich. Also gut, genug von mir, genug, das Video ist sicher schon lang genug. Ich freue mich, dass es jetzt dasteht und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, mir zuzusehen, wie ich es gebaut habe. Und wenn es so war, dann lasst doch mir doch einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne einen Kommentar unten rein, lese ich immer wieder gern. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut und sage bis dahin, tschüss, euer Axel von Steinreich TV.